Hallo, schönen guten Tag. Ja. Wilson, mein Name. Das, ne? Und noch etwas anderes? Also, illegaler geht's nicht. Ja, okay, Sie denken, wir sind illegal. Naja, ihr seid ja nicht registriert, ne? Also, ich finde hier keine Lizenz. Ich weiß. Wollen Sie auch eine Lizenz? Ja, Sie haben ja keine. Hallo und willkommen zu diesem neuen Video. Heute habe ich euch den Wilson mitgebracht. Den Wilson, den werdet ihr diese Woche öfters hören. Und zwar genau mit heute eingeschlossen viermal. Denn der Wilson, der hat eigentlich nicht versucht, locker zu lassen, obwohl er weiß, was ich über ihn denke. Naja, und das bekommt ihr jetzt in einem kleinen Vierteiler zu hören. Heute den ersten Teil. Viel Spaß damit! Hallo, schönen guten Tag! Ja? Wilson, mein Name. Ja? Also, lieber Herr, Sie haben eine Anmeldung gemacht. Ja, schon jetzt, heute. Also, Sie haben gemacht in Bitcoin API. Ja, diese Anmeldung, Sie haben gemacht über die Trading einfach, ja? Ich glaube, ich hatte das schon in einem anderen Video auch mal erwähnt. Aber dieses Bitcoin API ist eigentlich nichts anderes als der Name der Webseite, wo das herkommt. Und zwar eigentlich der interne Name. Ich glaube nicht, dass die Leute dieses API mitverwenden sollten. Denn API bedeutet so viel wie ja, eine programmiertechnische Schnittstelle, wo man auf ein Programm drauf zugreifen kann und Daten eben abgreifen oder verändern kann. Tja, in diesem Fall hat die Bitcoin API wohl die Daten an das Programm dort geschickt, wo meine Daten jetzt drinstehen. Naja. Das wissen die Betrüger nicht, aber wenn man ein bisschen helle wäre, dann würde man wissen, dass man dieses API definitiv nicht mitliest. Denn der Eintrag, der kam nicht von Bitcoin API, sondern ganz genau genommen von ja, der Fake-Seite Höhle der Löwen. Also das, was mittlerweile schon bekannt ist. Okay, und ich bin dazu helfen Sie erst einmal. Ja. Okay, und meine erste Frage ist, haben Sie Erfahrung im Trading? Gar nicht. Sie haben gar nicht. Also, bei uns, Sie können mit deiner Broker arbeiten. Das bedeutet, die Broker macht die ganz alles für Sie. Sowieso öffnen und schließen die Operationen ein und aus. Ja. Also, die Broker macht die Trading für Sie. Einfach. Ja. Und natürlich, Sie können nur die Profite schauen. Also, ich habe keine schönen Worte. Ich habe eine gute Arbeit. Und wie sage ich immer, Sie können nicht ein Millionär sein, aber Sie können ein bisschen Geld verdienen. Naja, das ist ja schon mal ganz schön, dass er mir erzählt, dass ich kein Millionär sein kann, obwohl ich eigentlich über ein System gekommen bin, beziehungsweise genau genommen über die Webseite Höhle der Löwen, wo ganz groß stand, dass ich Millionär werden, ja, definitiv werde mit 250 Euro. Das ist ja ein Ding jetzt hier, ne? Also, was der mir jetzt hier erzählt. Naja. Keine Ahnung, was das bringen soll, wenn man seine eigene Werbung kaputt macht. Ich finde, man sollte dann schon irgendwie bei irgendeinem Konzept mal bleiben, aber naja, die sind sich wohl halt alle mit diesen Skripten da nicht so richtig einig, welche Schiene da jeder fährt. Mir wirkt es so, als wäre das da alles ein bunter Kinderladen und jeder kann sich da irgendwas aussuchen, was er da gerne spielen möchte und jeder erzählt euch einen anderen Scheiß. Naja. Und schon alleine, wie der redet. Also, ich glaube, asozialer geht's gar nicht. Und der will irgendwas mit Bank studiert haben. Ich glaube wohl eher nicht. Den haben sie genau wie alle anderen von der Straße gepoolt, aber mehr ist mit dem Typen auch nicht los. Aber ihr werdet es noch merken. Und für das, ich bin da von BankFX Trade und wir können ein Konto aktivieren. Ja. Okay, also haben Sie einen Computer vor sich? Hä? Haben Sie einen Computer vor sich? Ja. Okay, benutzen Sie Anydesk? Nee. Nee. Kurz Moment, bitte. Ja. Können Sie bitte Anydesk herunterladen? Ja, kann, also können okay. Schon. Also, gehen Sie bitte beim Google und ich buchstabiere die Anydesk und Sie können runterladen. Und wozu brauche ich das? Und ich helfe Sie zu Konto aktivieren. Oder vielleicht Sie benutzen TeamViewer. Ja, aber habe ich jetzt noch nicht verstanden, wozu wir das Programm brauchen. Also, das Programm ist zu helfen, Sie ein Konto aktivieren.
Und ohne das geht es nicht. Es geht ohne dieses Programm, aber mit diesem Programm wir können schneller machen. Oder wenn Sie wollen, Sie können beim Google gehen und Sie können alleine die Konto aktivieren. Mache ich alleine. Okay. Können Sie bitte beim Google, ich buchstabiere unsere Plattform und Sie öffnen eine Konto. Ja, ja, die Betrüger und ihr Anydesk. Tja, irgendwie kann man sich das gar nicht mehr getrennt voneinander vorstellen. Aber ganz ehrlich, überlegt doch mal, ihr wollt ein Online-Banking-Konto bei eurer Hausbank eröffnen und die Banktante, die muss unbedingt dann mit Anydesk auf euren Rechner. Genau, also anders kennt man das ja nicht, ne? Naja, also ich glaube, so viel muss ich dazu nicht mehr sagen. Lasst die Finger von Anydesk auf jeden Fall ganz weit weg. Und geht ja hier auch schon wieder super weiter, denn anstatt mich auf deren Webseite zu lotsen, lotst er mich erstmal auf Google, damit ich dann auf Google deren Webseite suche und wir wieder nicht weiterkommen, weil er zu blöd ist, das Wort Browser zu benutzen statt Google. Ich weiß nicht, wie die Betrüger immer darauf kommen, ja, den Browser mit Google irgendwie absolut in Verbindung zu bringen, weil das tut's ja nicht. Na, also es gibt zwar von Google einen Browser, aber wenn er mir sagt, ich soll auf Google gehen, ja, dann gehe ich auf Google und nicht in einen Webbrowser, so wie der das eigentlich vorhat. Ja, kann man gleich machen. Okay. Okay, wann können wir, weil wir arbeiten bis 6:30. Ja, können wir jetzt machen noch. Okay, können Sie bitte beim Google und ich buchstabiere unsere Plattform. Gehe ich gleich hin, Moment. Okay. So, dann habe ich jetzt erstmal Internet auf. So, und dann gehe ich jetzt auf, dann gehe ich jetzt erstmal auf Google. Also, lieber Herr, meine Frage ist, mit welcher Antrag wollen Sie anfangen? Also mit welcher Summe wollen Sie anfangen, die Trading? Ich würde erstmal 50 Euro nehmen. 50 Euro? Also, lieber Herr, Sie können von 250 Euro minimale Anträge anfangen. Warum so viel? Ja, weil es geht. Also, Sie können die minimale anfangen mit 250 Euro. Wenn Sie wollen mehr anfangen, Sie nehmen auch ein Angebot von unserer Firma. Das ist hier tatsächlich so ein Punkt, den ich absolut nicht verstehe. Wenn ich denen hier 50 Euro anbiete, tja, und würde jetzt hier da auch drauf bestehen, dass ich nur diese 50 Euro eben einzahlen möchte und nicht mehr, dann würden die auflegen. Also ich verstehe nicht, warum die sich an diese 250 Euro so festkrallen, denn letztendlich ist das Ganze hier nichts mehr als Betrug. Ich meine, die könnten ja auch froh sein, wenn sie 50 Euro ergaunert haben und weg sind sie. Aber die legen dann tatsächlich, wenn man auf diese 50 Euro besteht, einfach auf. Komisches Konzept, aber ich meine, wenn ich mich jetzt in die Lage eines Kriminellen versetze, ja, dann würde ich halt jetzt lieber die 50 Euro nehmen, dann kann ich zwar mit dem vielleicht nicht mehr machen, aber dann sind die 50 Euro halt weg, ne? Also ich meine, wenn man jetzt rein logisch denkt, habe ich halt meine 50 Euro gemacht. Tja, aber irgendwie sind die Abzocker hier alle ziemlich gierig und unter 250 Euro kommt man ja selten weg. Komische Geschichte. Mit 250 Euro, Sie nehmen 75% Angebot. Und warum geht nicht erstmal 50? Weil so sind die Trading, es geht so. Verstehe ich nicht. Reichen 50 nicht? Nochmal bitte? Reichen denn 50 nicht? Also, lieber Herr, 250 ist Minimalbetrag bei jeder Plattform, Trading-Plattform. Nee, nicht bei jeder. Bei jeder? Uh-uh. Also, wenn Sie kennen etwas anderes, eine andere Plattform, wo hat eine minimale Anträge, können wir sagen, und ich investiere noch. Doch ganz klar, dass ich hier antworten kann, bei wem ich weniger einzahlen kann. Das ist logisch. Es gibt tatsächlich Plattformen, also die seriösen Plattformen, die schreiben euch nämlich nicht vor, wie viel ihr einzuzahlen habt. Es gibt einen Minimalbetrag, das hat aber auch einfach nur was damit zu tun, dass sich das sonst gar nicht mehr lohnt, weil im Cent-Bereich braucht man nicht auf der Börse anfangen. Ich glaube, das absolute Minimum, was es so gibt, also was ich jetzt kenne, sind glaube ich 25 Euro. Wo man dann tatsächlich auch auf der Börse spekulieren kann. Bringt nicht viel, da könnt ihr vielleicht
vielleicht einen Trade von absetzen und wenn ihr das Ding verkackt habt, ist die Kohle weg. Das ist natürlich dann auch klar. Aber vom Prinzip her, die wollen ja immer 250 Euro haben. Und er meint auch, alle nehmen 250 Euro. Das mag bei den Betrügern tatsächlich der Wahrheit entsprechen. Wobei es auch Betrüger gibt, hatten wir auf dem Kanal hier auch schon, wo man nur 210 Euro haben wollte. Ganz komische Summe, aber naja, gibt's halt auch, ne? Also von wegen, alle nehmen nur 250 Euro. Bei den Betrügern schon, ja, da kommt das hin. Bei den seriösen Plattformen, denen ist das egal, wie viel ihr da einzahlt, weil letztendlich, ihr seid auch da auf euch alleine gestellt. Und da ruft euch keiner an und, ja, erpresst euch zum Geldaufladen. Ja. Okay, können wir bitte diese Plattform geben? Und ich will investieren. Wahnsinn, ich guck mal, ob ich die noch hab. Also, lieber Herr, Sie haben keine. Und doch, Moment, ich muss mal erstmal eingeben hier. So, Moment. So. Okay. So, die Seite heißt, Moment. Warte mir. Ja, gleich. So, das heißt, Binance. Binance? Ja. Ja, also genau genommen meine ich hier Binance, ne? Also ein sehr, sehr großer Trading-Konzern und einer von den seriösen. Außerdem könnten wir hier noch einen nennen, von dem ich weniger halte als von Binance, aber das ist nur eine private oder eine persönliche Einschätzung. Es gibt auch noch eToro, also nicht iQToro. Ja, iQToro hatten wir ja hier auch schon als Betrüger. iToro, also nur mit einem E. Und da könnt ihr, glaube ich, auch mit 25 Euro, wenn ich mich da recht dran erinnere, starten. Also, was das hier jedes Mal soll. Naja, aber letztendlich geht es ja bei denen hier darum, dass die Umsatz machen wollen und nicht euch dazu helfen, dass ihr irgendein Konto aufladet. Ich meine, ist ja klar, die stecken sichere Kohle in die Tasche. Moment, bitte, ich muss mit unserer Finanzexperte sprechen. Mhm. Kurz Moment bitte. Mhm. Und ich schätze die Binance Exchange, Binance Crypto. Also einfach Binance.com. Ja, Binance.com pünktlich. Also die Binance ist die Investition, lieber Herr. Also, das ist doch auch wir Trading. Sind eine Plattform. Ja, das ja auch. Es ist nicht eine Trading. Doch. Also wie gesagt, ich bin kein Trading-Profi und auch kein Fachmann auf diesem Gebiet, aber doch, also soweit ich das hier erkennen kann, in der App kann man bei Binance ganz normal traden. Also da gibt's hoch, also man kann hoch setzen, man kann niedrig setzen, also auf steigende und fallende Kurse. Das ist für mich jetzt die Definition von Trading, ne? Also ich meine, ich kann hier auch kurze Trades absetzen, die nur über 30 Minuten gehen. Und danach, also Trading funktioniert ja so, ich wette auf einen steigenden oder fallenden Kurs in 30 Minuten und liegen die Punkte da drüber oder da drunter zu dem, was ich eben getippt habe, also es ist nichts anderes als Wetten, wie Pferdewetten oder Sportwetten, liege ich da nicht drunter oder drüber, je nachdem, was ich jetzt gewählt habe, dann habe ich meine Kohle verloren. Ne? Also ich würde sagen, das ist Trading. Es ist Investitionen, lieber Herr. Ja, aber hier kann man auch traden. Ja, aber Sie machen nicht Trading. Geht ja aber mit 25 also Euro Einstieg. Die Plattform, Trading-Plattform, also wir arbeiten mit Broker, mit Roboter und wir machen die Trading für Sie. Ja. Also die Binance ist nur Investitionen, ist nur eine Plattform, wo Sie können Investitionen machen. Da gibt's auch Leute, mit denen ich sprechen kann. Also ich denke, ne, vielleicht sie sind etwas Betrüger oder etwas so. Binance? Nein. Weil das sind keine Betrüger. Binance, wirklich, kurz Moment. Also, die Binance ist nicht eine Betrügerplattform. Richtig. Aber, ja. Aber habt andere Plattformen, wo sie sagen, zum Beispiel Binance Trading. Ja, also, ich bin aber ganz normal auf Binance. Binance.com. Ist das erste Mal, wo ich höre, die Binance macht Trading. Ja, natürlich. Ist eine Plattform, wo Sie können investieren, ja. Aber nicht Trading machen. Natürlich. Sie können die für Trading Investitionen machen. Ich habe sogar die App von denen.
Der scheint den Unterschied auch zwischen solchen Plattformen nicht zu verstehen. Denn Trading und Investieren, ja, es ist im Prinzip alles das Gleiche. Das ist alles Börsenspekulation. Ne? Also wenn ihr jetzt in irgendwelche Aktien investiert, ist das eigentlich ganz streng genommen nichts anderes als Trading. Denn ihr setzt auf einen steigenden Kurs, wenn ihr Aktien kauft. Und ihr wollt die ja möglichst bei einem gestiegenen Kurs möglichst hoch verkaufen. Das heißt, man setzt möglichst niedrig ein. Da ist halt das Prinzip ein bisschen anders, aber von der Sache her ist das alles Investitionen und Finanzen. Also weiß ich nicht, was der hier mehr versucht zu erklären, aber er schafft's nicht, was er mir damit vermitteln möchte. Also, kurz Moment, ich muss unseren Finanzberater noch etwas fragen für die Finanzen, weil ist das erste Mal, wo ich höre. Kurz Moment, bleib hier. Tja Leute, ich bin hier mittlerweile schon echt fertig heute, ne? Also ich telefoniere den ganzen Tag seit 8 Uhr noch was, wann der erste Call reinkam. Und wir haben es jetzt schon 18.04 Uhr. Also ich bin wirklich durch heute. Tja, mal gucken, ob der sich jetzt hier nochmal zurückmeldet, aber ich vermute fast nicht. Tja. Halt nur auf den Betrügerplattformen, wo man so viel investieren muss. Auf einer ehrlichen Plattform kann man noch weniger Geld reinstecken. Also ich kenne mich zwar mit Trading jetzt nicht aus, aber für mich ist Trading Handeln mit Kaufen und Verkaufen. Und das kann ich hier auf Binance. Wie gesagt, ich bin kein Trading-Ass. Hier gibt es sogar ein Wallet. Hier kann ich auch Bitcoin-Wallet machen. Also ich kann da alles. Bitcoin bieten sie an. Tja. Sind Sie noch da? Ja, ich bin noch dran. Okay, super. Also ich habe unsere Finanzberater Expression und wie ich habe gesagt, die Binance ist nur, wo Sie können investieren. Also wo Sie können mit Kreditkarte Investitionen machen. Also ist nicht eine Trading-Plattform. Na und was und heißt sowieso, denn... Die Trading-Plattform ist etwas anderes und die ja. Binance ist etwas anderes. Ja, aber bei Trading ist doch Kaufen und Verkaufen, oder nicht? Also, die Binance ist, wo Sie können kaufen und verkaufen, aber die Trading ist... Die Trading-Plattform ist, wo Sie haben nur Profite. Und die Profite macht diese Plattform. Also, wir machen die Profite für Sie, also unsere Broker. Ja, wo ist da jetzt der Unterschied? Bei Binance habe ich auch Profite. Also bei Binance, ich weiß nicht, aber Sie können nur mit Trading-Plattform die Broker oder die Roboter machen die ganz alles für Sie. Die Binance ist nur, Sie können nur allein arbeiten, oder? Nö, da kann ich auch MetaTrader 5 benutzen. MetaTrader, ja, aber arbeiten Sie mit einem Broker oder wie? Wie mit Binance, ja, da kann man ja auch anrufen, das ist ein ganz normaler Kundenservice. Also ich weiß nicht, das ist das erste Mal, was habe ich gehört. Jetzt und mit der Trading-Plattform geht immer so, ist die minimale Antrag 250 Euro. Nee, das also ist das mit den 250 Euro, das ist nur so eine Masche von den ganzen Betrügern. Also ich weiß nicht, wenn Sie haben mit den Betrügern oder etwas so, mit einer Trading-Plattform, die minimale Antrag ist 250 Euro. Also wenn Sie wollen, Sie können unsere Plattform sehen. Und Sie sehen, wenn wir sind Betrüger oder nicht. Ja, dann sag ich mal die Plattform, wie heißen die? Okay, sind Sie in Google-Site? Mhm. Okay, können Sie B wie Bertha? Mhm. A wie Anton? Mhm. N wie Notbolt? Mhm. K wie Katrin? Mhm. F wie Frank, French? Also ein F. F, ja, wirklich. Ja. Hm? Eine X. Ja. T wie Theodor. Ja. R wie Richard. Ja. A wie Anton. Hm. D wie Dora. Hm. E wie Emil. Ja. Punkt com. Hm. So, dann mache ich die mal auf. Okay, und Sie können BankFX Trade sehen. BankFX Trade, ja. Hm. Pünktlich. Also, diese ist unsere Plattform. Und Sie sehen, Sie können mit die Online-Banking
eine Überweisung machen oder Sie können ein Konto und Sie können auch mit den Bankdaten normale Überweisung machen. Also bei uns geht es, wie Sie wollen. Ja. Sie sehen so, wir machen Trade mit Forex, Indizes, Silber, Gold, Platinum, also die ganze alles. Ja. Und jetzt ist, wie Sie wollen, wenn Sie wollen, ein Konto öffnen oder ne? Also, wenn Sie wollen, ein Konto öffnen, Sie müssen auch die Überweisung machen und ich lasse einen Termin mit unserer Broker für morgen. Mhm. Und wie Sie wollen. Ja. Wollen Sie ein Konto öffnen? Nee, mit Betrügern arbeite ich nicht. Okay, also, wenn Sie denken, wir sind Betrüger, ist Ihr Denker. Ihr habt ja schon also, mal eure eigenen Google-Bewertungen gelesen. Nochmal bitte? Ob ihr eure Google-Bewertungen schon mal gelesen habt. Haben Sie? Ja, ich hab die auch. Sie sind auf jeden Fall eine Katastrophe. Mal davon abgesehen, ihr seid auch nicht registriert, ne? Und noch etwas anderes? Also, illegaler geht's nicht. Ja, okay, Sie denken, wir sind illegal. Naja, ihr seid ja nicht illegal. Registriert, ne? Also, ich finde hier keine Lizenz. Ich weiß. Wollen Sie auch eine Lizenz? Ja, Sie haben ja keine. Also, wenn Sie wollen, wir können per E-Mail schicken. Wir brauchen also, nicht wie Sie. Ja, Sie per haben eine per E-Mail brauche hier, nicht. Kleine Katze. Per E-Mail brauche ich nicht. Das gehört auf das gehört auf die Webseite. Also die Webseite, Sie können bankfxtrade.com. Ja, da steht ja nichts. Also nicht die welche Webseite get.com ja, oder .de. Ist genauso aufgebaut wie die ganzen anderen Betrüger-Webseiten, die es hier so gibt. Also Sie denken, so ist mir egal. Ja, merke ich schon. Okay. Aber ihr seid nichts anderes als Abzocker. Also ich weiß nicht, was Sie denken, aber wie ich sage, wir sind hier zu helfen. Sie wollen nicht. Nee, ihr seid nicht da zum Helfen. Ihr seid dabei, ihr seid dazu da, um einfach den Betrug rund zu machen und damit die Leute überhaupt Geld einzahlen. Okay. Sie denken so, also ist mir geil und ich wünsche Sie einen schönen Tag. Tschüss. Das wünsche ich nicht. Ja, im Vergleich zu allen anderen Abzockern hat er sich ja hier noch ziemlich professionell verabschiedet, tatsächlich. Aber, naja, das Niveau am morgigen Tag wird nicht wirklich besser. Wir machen morgen weiter mit dem Typen, denn der Typ ruft nochmal an und versucht nochmal nachzubohren und, will irgendwie noch da sein Krempel loswerden. Nur, bei mir ist er da nicht so ganz an der richtigen Stelle und dadurch versucht das natürlich weiter und weiter. Tja, aber irgendwie hat er mir tatsächlich bis heute noch nicht seine Registrations-ID verraten, wo seine Firma registriert sein soll. Tja, so viel zum Thema, die sind seriös. Ich hoffe, euch hat dieser kurze Anruf gefallen. Wenn ja, dann zeigt's mir gerne mit einem Daumen nach oben. Abonniert gerne meinen Kanal, wenn ihr keine weiteren Videos mehr verpassen wollt. Morgen gibt's schon die Fortsetzung. Und hier findest du noch die Playlist zu allen anderen Videos von mir. Vielen Dank fürs Reinschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.